Stuckarbeiten vom Weltmeister. Die Gesellenprüfung im Stuckateurhandwerk bei der Handwerkskammer Koblenz hatte einiges zu bieten. Denn nicht nur, dass hier 8 junge Handwerker am Ende ihrer Ausbildung mit theoretischem und praktischem Wissen auf dem Weg zum Titel Geselle 2012 waren. Mit Dennis Rohnert trat auch einer an, der bereits auf eine beeindruckende sportliche Karriere zurückblicken kann. 19 Jahre jung war er jüngster deutscher Profimeister im Boxsport. Ende Mai legte er dann nach und holte sich den Junioren-WM-Titel. Ja, ich bin jetzt in komplett Deutschland, war ich der jüngste deutsche Meister aller Zeiten. Jetzt der jüngste deutsche Weltmeister in aller Zeiten. Ja klar, ich und mein Trainer, wir wollen gern weiter nach oben. Vom Junioren-Weltmeister zum richtigen Weltmeister, aber das ist noch ein sehr großer Schritt. Also ich denke schon, dass in 1, 2, 3 Jahren, dass ich da eine Chance sehe. Auch wenn es nur mal ein Kampf ist und ich verliere diesen Kampf, habe ich jede Menge Erfahrung gewonnen. Schnellkraft, Ausdauer und Nehmerqualitäten zeichnen Dennis Rohnert im Ring aus. So verwundert es nicht, dass Ausbildungsmeister Uwe Stuhm mit einem Schmunzeln vom Grobmotoriker Rohnert spricht, den er als Lehrling vor 3 Jahren kennenlernte. Doch das hat sich im Laufe der Ausbildung geändert und so ehrgeizig und gewissenhaft sich Dennis Rohnert auf seine Kämpfe im Boxsport vorbereitet, so beeindruckend entwickelten sich auch seine handwerklichen Fähigkeiten. Zum Anfang im zweiten Lehrjahr hat er sich etwas schwer getan, sicherlich aufgrund seiner Statur im Stuckbereich, gerade im Ziehen der Profile. Aber dann war es schon ein Fortschreiten seiner Ausbildung und in seiner Entwicklung hat man schon gesehen, dass er sehr ehrgeizig sein kann. Natürlich nicht im sportlichen Bereich, sondern halt eben auch in seiner Ausbildung. Und man kann schon sagen, dass er kontinuierlich besser geworden ist, auch in seinen Leistungen. Er ist Weltmeister geworden vor kurzem im Ransbach-Baumach. Er hat die Möglichkeit erhalten, dort um den Weltmeister zu kämpfen und hat es auch sehr kurzfristig gemacht, wie auch seinen deutschen Meistertitel. Und ein gewisser Stolz hat man schon auf diese Leistung, weil man ja vielleicht auch etwas dazu beitragen konnte, diese Entwicklung weiter halt eben zu fördern. Doch hat der Boxweltmeister nicht nur seine Gegner im Ring im Griff, sondern auch sein Handwerkszeug bei der Gesellenprüfung? Wird er auch hier bestehen? Bevor diese Frage beantwortet wird, stehen die jungen Handwerker im Mittelpunkt, die ihre Prüfung bereits bestanden haben und im Rahmen der großen Freisprechungsfeier im neuen Zentrum für Ernährung und Gesundheit ihre Gesellenbriefe überreicht bekamen. 173 Bäcker, Konditoren, Fleischer und Fachverkäufer in diesen 3 Nahrungsmittelhandwerken können zu Recht stolz auf das Erreichte sein und sind nun Geselle 2012. 84 junge Fachverkäuferinnen im Lebensmittelhandwerk, Fachrichtung Bäckerei, 9 der Fachrichtung Konditorei und 35 der Fachrichtung Fleischerei, 23 Bäcker, 18 Konditoren und 4 Fleischer aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz feiern hier ihre Gesellenbriefe. Zusammen mit den Familien, Freunden und Ehrenamtsträgern des Handwerks, die die jungen Leute auf ihrem Weg durch die Ausbildung begleitet und unterstützt haben. Das neue Zentrum für Ernährung und Gesundheit war genau die richtige Bühne für diese Feier. Denn diese Einrichtung setzt neue Akzente bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Leiter Bernd Hammes. Wir haben heute hier in dem neuen Haus, unserem Zentrum für Ernährung und Gesundheit, zum ersten Mal alle Bereiche des Nahrungsmittelhandwerks zusammengefasst zu einer Freisprechungsfeier. Wir hatten über 200 Prüflinge hier, die freigesprochen wurden. Wir haben 300 Besucher gehabt, waren mit 500 Personen hier. Also ein Anlass, der sehr angenommen wurde. Man sieht, Handwerk hat Nachwuchs, hat tollen Nachwuchs. In diesem tollen Haus hier, in diesem Ambiente, genau die richtige Atmosphäre, um so eine Veranstaltung durchzuführen. Und heute ist für alle im Handwerk und gerade für unsere jungen Gesellinnen und Gesellen ein Tag zum Feiern hier im neuen Haus der Handwerkskammer Koblenz. Das Haus ist also eine der Top-Adressen in Rheinland-Pfalz. Und darüber hinaus geht es um gesunde Ernährung, Wellness und Gesundheit. Von den Möglichkeiten des Zentrums profitieren die 173 jungen Handwerker. An diesem Nachmittag und im Rahmen der Freisprechung, aber auch darüber hinaus bei Weiterbildung und Fachveranstaltungen. Denn gesunde Nahrungsmittel, deren handwerkliche Herstellung wie auch das fachliche Wissen um die Roh- und Inhaltsstoffe gewinnen immer mehr an Bedeutung. Mit ihrem Beruf sind die Gesellen 2012 also gut aufgestellt. Mit dem Bildungsprogramm der Handwerkskammer Koblenz stimmen auch die Rahmenbedingungen bei der weiteren Karrieregestaltung, bei der mit dem Gesellenbrief ein wichtiges Etappenziel erreicht wurde. Stimmen der frisch gebackenen Gesellen. Ich habe heute mein Zeugnis bekommen als Geselle in der Fleischerei Fachverkäufer. Und ich bin eigentlich relativ nervös hier hingekommen.
wurde aber ein bisschen beruhigt dadurch durch meine Kassenlehrerin, die Frau Hein. Sie hat halt gemeint, dass eigentlich keiner durchgefallen wäre und das war dann schon mal Man ist froh, was kommt, froh, was man geschafft hat. Das ist der erste wichtige Schritt. Und ich bin froh, dass die Familie dabei war, dass sie das mit mir teilen konnte. Ja, und es ist einfach ein gutes Gefühl, wirklich. Und während hier kräftig gefeiert wurde, stand Boxweltmeister Dennis Rohnert aus Koblenz mitten in der Gesellenprüfung, die mit ihren Ansprüchen hochkonzentriertes Arbeiten und fachliches Wissen verlangte. In der Gesellenprüfung wurde die Aufgabe gestellt in drei Teilen. Im ersten Teil das Verputzen einer Wand, ca. 6 Quadratmeter Gipsputz herzustellen. Im Teilbereich 2 das Herstellen einer Rohrverkleidung aus Gipskarton mit dem Herstellen einer Eckschutzschiene. Und dann im dritten Teil das Ziehen eines Stuckstabes und den dann um die Rohrverkleidung herumzuführen, bis einschließlich die Zweiverkröpfung halt eben auszuführen. Dann war Schluss und das Werk der Stuckateurprüflinge wurde über eine Stunde durch die Prüfungskommission auf Genauigkeit und Qualität in der Ausführung überprüft. Angespannte Minuten des Wartens bei den jungen Handwerkern. Bis dann die Jury ihr Urteil verkündete. Der Anspannung folgte Erleichterung, denn alle Prüfungen wurden bestanden. Aus 8 Lehrlingen wurden 8 Gesellen. Für Dennis Rohnert ein weiterer Titel und einer, auf den er auch nach Ende seiner sportlichen Karriere bauen kann. Denn Boxen bis zur Rente, das wird nicht sein Berufsweg sein. Da bietet das Handwerk schon ganz andere Möglichkeiten. Und wer weiß, wann aus dem Weltmeister auch ein Handwerksmeister wird. Das Zeug dazu hat Dennis Rohnert. Wie auch die anderen frisch gebackenen Stuckateurgesellen. Herzlichen Glückwunsch! Informationen zur Ausbildung gibt die Handwerkskammer Koblenz. Persönlich und telefonisch über die Ausbildungsberatung wie auch im Internet unter hwk-koblenz.de. Hier informiert eine stets aktualisierte Lehrstellenbörse über freie Ausbildungsplätze im Handwerk. Für 2012 sind das über 650. So ist für jeden Lehrstellensuchenden sicherlich der richtige Beruf dabei.